Und hier kommt ein weiteres Verkaufspferd vom Bockholzhof. Und zwar ist das der vierjährige Pfanner von Marxen, ein deutsch gezogener Wallach aus der Zucht von Susan Beug, ein Sohn des Merkur von Birkenlund und der Edda vom Stürthal. Der Pfanner ist 4 Jahre alt und er ist jetzt in der Einreitphase. Wie man sieht, ist er schon totalartig im Umgang, also hat auch keine Angst vor dem Hoftrag, lässt sich die Hufe kratzen. Er ist auch schon beschlagen, weil er ja in Arbeit ist, hat das auch ganz brav gemacht. Besen stört ihn wenig, er lässt sich gut führen. Und was bei diesem Pferd neben dem wirklich unfassbar netten Charakter ganz wichtig ist, ist, dass er einfach über super viel Tölt verfügt. Er töltet eigentlich nur. Galoppiert auch, traben haben wir ihn jetzt noch nicht viel gesehen. Eher ein Pferd, was wirklich den Tölt in der mittleren Gangart bevorzugt. Kann man hier auch gleich gut sehen, auch unkompliziert. Und taktklar, bisschen Pass, denke ich, wird er auch haben. Aber auf jeden Fall, seine Hauptgangart ist der Tölt. Ich kann mir den Pfanner gut vorstellen, wenn er weiter richtig ausgebildet wird, dass er ein ganz tolles Reitpferd wird für die Luxusfreizeit oder auch für Turnier auf jeden Fall in der Prüfung T4 oder vielleicht sogar in der T2, denn er verfügt auch wieder wirklich über schöne Bewegungen. Gleich seht ihr dann auch noch das Reitvideo. Der Pfanner ist so weit, dass er im kleinen abgetrennten Bereich an der Longe und auch schon alleine geritten wird. Der nächste Schritt wird sein, in einem großen Bereich und danach draußen zu reiten. Er lässt sich schon gut anhalten, einigermaßen ordentlich vorwärts treiben. Sein Temperament ist momentan so im mittleren Bereich. Ich denke, das wird noch mehr werden, wenn er mehr Kraft bekommt und wenn er auch noch mehr Vertrauen in das bekommt, was er tun soll. Ja, wenn euch der Pfanner gefällt, dann schaut gerne das Video bis zum Ende an. Und wenn ihr dann Kontakt mit uns aufnehmen möchtet, dann findet ihr die Kontaktdaten gleich oben im Video.